So, liebe Community, wir sitzen immer noch in unserem Garten, beziehungsweise wieder. Wir haben natürlich jetzt einen komplett anderen Tag abgepasst, natürlich. Wir haben gerade den 27., glaube ich, heute. Ja. Ja. Ja, quasi. Warte mal, ich ziehe das noch ein bisschen ran. So. So ist besser. So sind wir groß. Sehr gut. Ja, herzlich willkommen, ihr Lieben. Wir haben mal wieder beim Unboxing. Der Markus wieder bei mir. Ja. In Klammer auf, immer noch. Und wir boxen jetzt ein bisschen. Diesmal nicht untereinander, sondern wir boxen Packs aus. Ja. Das, ihr habt ja letztes Mal gesehen, mein Album ist immer noch nicht voll, so richtig. Und das müssen wir mal ändern. Ziemlich traurig. Und nutzen das gute Wetter auf. Auf. Wir nutzen das auf, nicht aus. Ja. Und wir machen heute ein richtig cooles Video. Ja, machen heute so ein cooles Video im Garten und wir hoffen, dass die Bilder nicht komplett wegfliegen. Marco muss wieder die Haufen machen hier nebenan. Den braunen Haufen habe ich in den Comments letztens gelesen. Wir machen wieder Häufchen hier, liebe Community, und werden Deutschland voll machen. Was haben wir letzte Woche gelernt? Wer fehlt? Schürrle? Schürrle. Ginter? Cross. Und Cross. Cross fehlt noch. Genau, und Cross fehlt noch. Ja, werden wir heute rausziehen. Ja. Was meinst du? Wir gehen auch langsam die Torjubel aus, von daher, ich habe nur noch drei. Nur noch drei? Nein, ich habe noch ein paar mehr, aber ich werde nur noch drei abspielen. Ja, wiederholen. Für deutsche Spieler, sonst gibt es kein Torjubel mehr. Wir sind ja nicht zum Spaß hier. So, ich würde sagen, wir machen... Ich glaube, ich habe das Gefühl, dass ich Draxler heute nochmal ziehe. Meinst du? Ich glaube schon. So, ich gebe dir wieder 5 Packs, wir werden dann wieder vielleicht Verlängerung machen. Vielleicht. Pass auf, ich gebe dir heute 6. So, Hammer. Du darfst ein, weil du die Glücksmarie bist, darfst du eins mehr aufmachen. Sehr gut, das sind auch hier meine schon. Ne? So, und jetzt kommen wir natürlich in eine, kommen wir in eine Situation, die wir noch gar nicht hatten. Wahrscheinlich werden wir heute einfach viele Doppelte ziehen. Oh. Weil, warte mal, du packst aus und ich schmeiß mal die Kamera an. So, dann. Kann losgehen, ich bin gespannt. Wir sind nicht so Spaß hier, ihr Lieben. Das hier ist Serious Business, ja? So, ein Belgier, dein Top-Favorit hast du ja schon erzählt. So, das liegt doch gut. Nein, mein Top-Favorit ist Frankreich. Oder so rum. Ich glaube, das ist Frankreich Europameister. Ist egal. So. Ne, ich kann es auch drehen. Mach ruhig zu uns. Ich drehe einfach die Kamera, ist ja kein Problem für mich. Für einen Profi wie mich. Ups. Mehmedi? Ja. Aus der Schweiz? Das liegt alles weg, ne? Ich sag's dir. Aber nur die Verpackung. Ja. Ich pack die mal hier in die Ecke jetzt. Ja, oder gib die mir. Ich lege in die Packung rein. Ja, sehr gut. Ja. Das ist doch ihr Management. Ja, genau, das ist hier die Teamarbeit. Oh, Wayne Rooney. Oh, den hab ich. Ach so, als die Version habe ich den schon. Als Start ist dann doch irgendwie, ne? Verkackt. Ja. Ich hab's verkackt. Ja, ein bisschen. Oh. Kein deutscher Spieler, ich bin enttäuscht. Danilo hat seine Magie verloren. Pereira, das ist das erste. Pack. Ja. Ganz ruhig. Und Ansi Agolli, ein Albaner, den hast du bestimmt schon 5-mal. Warte mal, wie machen wir das am besten? Wir müssen das am besten so machen immer, pass auf. So, wir machen immer so ein Häuschen. So. Immer ein Häuschen, So ist perfekt. So kann man, glaube ich, gut sehen. Bitte, ein bisschen höher. Wir müssen erst die Posi rauskriegen, liebe Community, wie ihr es am besten sehen könnt. Ja, für das erste Mal. Ganz ehrlich, ich würde sagen, ich habe die alle schon, aber ich weiß es nicht. So, jetzt hier neue Aufreißtechnik. Du machst wieder Häufchen für die Länder. Am meisten ist es heute so schlau, die draußen zu machen. Ja, weil erst windig. Ja. Wir wahrscheinlich die Spieler aufheben müssen. So, wir haben wieder einen Belgier, der ist auch, glaube ich, bei Bayern gerade im Gespräch. Spielt momentan noch bei Everton. Romelu Lukaku. Ich meine, ich habe den schon. So, Pavel, ne, aus Tschechien. Den habe ich, glaube ich, noch nicht. Hakan Balta, ja. Kennen die Sachen. Hakan Balthasar Buchs, das ist die unendliche Geschichte, hat er mitgespielt. Ricardo Rodriguez vom VfL Wolfsburg, der will ja auch weg scheinbar. Alle und Adam Pinter. Pinter, ja. Warte mal, irgendwie haben wir die Höhe noch nicht so richtig. Wir müssen weiter. So ist perfekt, glaube ich. So, ja. Läuft. Du musst die Häufchen machen. Du musst Häufchen machen und auspacken. Und auspacken. Alter, quasi Multitasken. Ich hoffe, die Sonne blendet nicht zu sehr. Aber wir haben extra das so ein bisschen zur Seite gemacht. Damit jetzt, aber eigentlich scheint die Sonne gar nicht. Eigentlich ist das mein Heiligenschein, wenn ich ehrlich sein darf. Das stimmt, sieht so ein bisschen aus. Ja. So, ich bin. Schauen wir mal. Oh, den habe ich glaube ich schon. Valbuena. Ja. Oh, wer kommt denn da? Aber den habe ich glaube ich schon. Hast du schon? Ja, den guten alten Ronaldo. Ja. So sieht's doch, so ist gut. Ja, ne? So ist glaube ich gut. So. Ja, seine Haare sind schön. Ne? Dann haben wir noch mal sitzen. Ne? Einen Top-Iren, der mit dabei ist. Er hat so ein bisschen wahnsinnigen Gesichtsausdruck. Ne? Ja, ich habe ein bisschen Angst. Kettensägen-Massaker ist das. Bisschen Whisky zu viel getrunken, glaube ich. Ein bisschen, ne? Die ganzen Pubs hängen geblieben. So, ein Franzose oder das französische Startteam, da hast du auch schon viele gehabt. Valbuena und Diarra. Und Hinteregger. Hinteregger, ja. Aus Austria. Er sieht auch aus, als... Die Augen so ein bisschen... Ich meine, ich mag ja die Ösis. Wir sind Bremer, bei uns sind die Ösis ja immer am Start. Ja. Aber er sieht so ein bisschen aus, so vom Blick her, no offense, sieht ein bisschen aus, wären seine Eltern Geschwister. Aber ich habe das jetzt nicht so gesagt. What? Das hättet ihr sehen müssen. Gerade sind alle Karten weggeflogen, ihr Lieben. Es gab einen Windzug. Pass auf, wir machen das anders. Wir machen am besten keine Länderhäufchen. Oder du machst die hier auf den... Oh, seht ihr das? Es ist so windig. Der Marco rennt gerade durch meinen Garten und sammelt die ganzen Dinger auf. Pass auf, Marco, wir machen heute keine Länderhäufchen. Das kann ich auch alleine machen. Ja. Ja, das ist hier eine Schnitzeljagd. Hast du alle? Ich glaube schon.
Hier sind noch zwei, pass auf, du gibst mir die einfach und ich leg die auch da rein. Es ist einfach zu wenig. Ihr Lieben, das ist hier Extremsport. Norden-Special hier. Genau, das ist Extremsport, weil hier im Norden, wir machen die Päckchen auf. Deswegen sind wir auch alle so dünn hier im Norden, weil wir immer den Päckchen herlaufen müssen. So wie den Frauen auch, weil die wegfliegen, weil die so dünn sind. Ja, so ist das. Hier muss man aufpassen. Ah nee, du bist das. Das ist hier eine extreme Variante. Das Unboxing, ja. Das war echt gefährlich. Ja, das war. Ja. Das ist hier im Norden, ne, ist das hier Extremsport-Packs aufmachen. So, ist, glaube ich, perfekt. So, Steve, Riesenvorname, Mandanda, ja. Auch aus Frankreich, genau. Spielt in Frankreich. Er war mal Anwalt und ist sein eigener Mandanda, quasi. Habe ich aber noch nicht. Dann haben wir hier den isländischen Sigurdsson, Kapitän. Wir haben zwei nordirische Starter. Hier fliegt alles weg. Dann haben wir Cech Fabregas und hier David Alaba. Das ist Pole. Polen heißt Cech nämlich Hallo. Echt? Ja. Es ist Cech Fabregas. Ja. Also ist ein Name Cech. Und eine Ansprache. Ja, vielleicht hat er auch ein bisschen polnisches Blut. Man weiß es ja nicht. Ne? Weiß nicht. Sieht man, ja. So, aber ich packe die jetzt ganz schön wieder an, bevor die auch wieder wegfliegen, die Community. Aber wir sind tough, ne? Wir lassen uns hier nicht verarschen. Bei Regen, Wind und Wetter sind wir draußen, ne? Ja, eben im ersten Video, das habt ihr vielleicht nicht gesehen, hat es auch sehr doll geregnet. Ja, danke. So, auch wieder ein Franzose, Mensch, heute ist den hab ich schon. Frankreich. Aber das muss ich die ganze Zeit sagen, ja? Caballe. So in die Mitte. Caballe. Pacho. Oder Paco. Alpaca heißt der, glaube ich. Alpaca, auf dem Berg oder was? Ja, weiß es nicht, ja. Ashley Richards. Dann haben wir nochmal einen Tschechien. Ja. Jaroslav. Er hat eine schöne Frisur. Das ist doch ein Toupet. Der tritt doch ein Toupet. Plasiel. Das ist doch ein Toupet, ey. Und nicht Dmitri Kombarov. Dimitri. Ja, bestimmt nach Alemania benannt, gehe ich von aus. Dmitri. Da verziehst du das Gesicht automatisch. Dmitri. Ja. Dmitri. So, ich pack das wieder ein hier. Das ist wie so jemand, der so am Roulette-Tisch. Ja. Die Chips einsatz. Bin ich dran, oder? Wir waren ich bin, ne? Ja. Du musst auch immer im Roulette. Oh, guck mal, das ist Goldenes. Oh, Espanja. Sehr gut. Hast du schon? Nee, weiß ich nicht. Ich meine, das haben wir vorhin sogar gesagt. Sieht aber schick aus, muss ich ehrlich sagen. Pepe, der alte Rupper, ne? Oh ja. Der bricht auch gerne mal ein Genick oder beißt einen Kopf ab. So. Aber die haben ja schon einen guten Nachfolger für ihn, ne? Jetzt ist er langsam ein bisschen zu alt. Chris Gunther, ja? Ist der Fälscher von Ginter. Ein Deutscher, der für Wales spielt, was soll das? Gunther. Der hat wahrscheinlich Bale irgendwie, wollte er mal mit ihm spielen. Eden Hazard, heißt der Eden Hazard oder Eden? Eden Hazard. Hazard. Und zwei italienische Starter, Verratti und Florenzi. Ja. Verratti kenne ich auf jeden Fall. So, ey, ich bin immer zu tief hier. In der Frage, was ist mit Materazzi passiert, ne? Aber ich glaube, das verschollen ist. Ja, gut. In Italien, ne? Ein Eigentor und das Thema ist dann erledigt, ne? Weißt du ja. Ja. Ich finde die Statue immer noch schön. Oh, ich habe nochmal hier einen. Weißt du, dass ich dieses Jahr Urlaub in Rom gebucht habe? In Rom? Ich fahre dieses Jahr nach Rom. Was willst du denn da? Willst du zur Kirche gehen? Irgendwie an Vatikanstroller. Nee, Rom ist immer geil. Ich war weiß nicht noch, meine Abschlussfahrt 10. Klasse war ich schon mal da. Ist eine Traumstadt. Ist also traumschön. Hast du auch nur Realschule gemacht? Nein. Abschlussfahrt 10. Klasse? Ja, bei uns war das so, dass du in der 11. in eine andere Schule gekommen bist. Das eine war Sekundarstufe 1, das andere 2. Okay. Also aus Bremen, oder nicht? Ja, aber... Okay, also wir haben am 10. immer einen Schulwechsel und sind auf die Oberstufe gegangen, andere Schule. Warum sagst du hier? Ja, oh, der feine Herr. Hauptschule? Nee, komm jetzt mal rein. Schule. Ja, deine Ausreden immer. So. Ronaldo? Ja, ich aber glaube ich, den als diese Ausgabe habe ich noch nicht. Sag ich doch. So, ich versuche mal hier ein bisschen mittig zu legen. Govern und McLaughlin? Ja, wer kennt sie nicht? Dann. Bulut! Nein? Nee? Umut Bulut. Sieht man doch sofort, also, dass du das nicht erkannt hast. Er sieht ein bisschen aus wie Erdogan, wenn ich ehrlich sein darf. Ja, hat schon so ein bisschen. Ja. Die Ohren stehen ein bisschen ab. Ne? Hört ihr eigentlich im Hintergrund den Krach, ihr Lieben? Hier ist irgendwie so ein Stadtfest und die machen hier richtig Alarm. Aber da lassen wir uns natürlich nicht von den Spaß nehmen. Wir wollen noch ein Bierchen trinken. Ja, ne? Jordi Alba. Ja, den kennt man. Ist ein guter. Und Barcelona. Ja, die eben hatten wir auch schon. Also wieder der. Wir haben wir doch gerade erst. Die verfolgen uns hier, die Italiener. Ja, heute ist wieder so ein Tag ohne Deutsche bisher. Ja. Aber ich glaube, die hast du auch nicht so oft. Ich weiß auch nicht warum, aber die sind irgendwie so selten gefühlt. Irgendwie muss man die Deutschen nicht. Aber meinst du, das liegt am Land, wo man die zieht, dass sie dann... Ich glaube, es liegt daran, dass wir Weltmeister sind. Und dass natürlich die Geilsten ein bisschen, was sagt denn die Zeit? Oder noch eine Ewigzeit. Dass die Geilsten halt immer am seltensten rankommen. So, Dabor, legendär wegen seiner Arschhänge-Torwart-Sporthose. Okay, ne? Da bin ich raus. Ja, ist schon ein bisschen her, dass er bei Hertha gespielt hat. Ah, okay. Cutlets, das ist der Sohn von dem Cutlets, der, ich glaube, er hat auch mal in Deutschland gespielt, bei Leverkusen, glaube ich. Und der Papa war ja ewig in der Bundesliga. Mhm. Dann haben wir Mehmet Topal, was? Kennt man
große neues Talent, also das ist... Bestimmt, ja. Fenerbahce. Dann haben wir Granit Xhaka, habe ich heute gerade gehört, dass er irgendwie in London ist und Borussia Mönchengladbach verlassen wird. Ich glaube, Arsenal ist da. In London gibt es ja mehrere Vereine, aber ich meine, er geht nach Arsenal mit Mezo zusammen. Wer weiß, ne? Und Zoltan Stieber in Nürnberg jetzt. Ja. Vorher war er beim HSV und dann bei Fürth. Hat fast... vor zwei Jahren, drei ist mittlerweile glaube ich schon her, nee, zwei, letztes Jahr war Relegation gegen Karlsruhe und das Jahr davor gegen Fürth ja. Hat fast den HSV rausgehauen, aber auch nur fast. Hat er gesagt, aber guck mal, jetzt hängt er wieder in der Relegation fest, das ist natürlich ärgerlich. Ja, gut. Wobei das Spiel 1-1, ne? Ja. Ich hab's leider nicht so verfolgt. Aber ging letztes Jahr auch so aus, hat Hamburg trotzdem noch gedreht, also ist noch nichts entschieden. Ja, ist ganz locker. Ja. Wir spielen halt nur in Nürnberg, das war ja auch mit Schmieder, ja. Nürnberg war eigentlich gar nicht so stark, fand ich. Ja, waren ja, und wir hatten Glück mit dem Tor. Ja. Aber 1-1 natürlich gute Ergebnis. Wieder zwei Italiener? Sind schon wieder dieselben? Nee. Nein, ich hab schon geguckt. Cellini und De Sciglio. Dann haben wir einen Ukrainer. Zozulia. Er sieht ein bisschen aus wie hier Charlie Brown, oder? Von den Peanuts. Ja. Er hat ein bisschen was von Charlie Brown. Die Locke halt da oben, ja, ne? Ja. Die einzelne Locke. Also wenn ich so eine Haare hab, dann schneide ich mir die komplett ab. Warte. Es ist nicht mehr so lange hin, wenn ich ehrlich bin, ja. Erkin. Franz. Logo. Franz. Weiß ich nicht. Franz, glaube ich nicht. Oh, die Musik wird jetzt aber lauter hier. Ne? Wir haben geile musikalische Untermalung im Hintergrund. Ich weiß nicht, ob das wird. Oh, das ist schon eine Hurricane-Vorbereitung. Ja, genau. Das ist hier die Pre-Show. Ich sammle einfach mal ganz dreist ein die Karten. Du bist ja dabei, ne? Also das Glück, was du beim letzten Mal gebracht hast. Ja klar, bin ich beim Hurricane dabei. Was los? Ach, ich bin dran, ne? Du bist dran. Ja, das Glück, was wir beim letzten Mal hatten. Der Zauber ist weg. Ja, die Magie ist weg. Ja. Hört ihr das? Es wird immer lauter. Heute bestimmt. So, wir haben Christian Fuchs. Englischer Meister gerade geworden mit Leicester. Leicester. Und direkt nominiert. Wird ausgesprochen wie Leicester, ja. Die habe ich auch gelesen. Oh, da kommt jemand. Den habe ich noch nicht. Das war ich nicht. So, wir haben hier Edmar, der direkte Nachfolger von Meister Eder. Ne? Das heißt. Hat auch keinen Vornamen. Das ist einfach Nachname. Ukrainer heißt der. So, und jetzt haben wir Bam, den habe ich nämlich noch nicht. Warte, jetzt fliegt hier gerade wieder alles weg. Fest. Ja, du hältst fest. Thomas Müller, das deutsche. Wie nennt man das? Das ist für diese Einzelausstellung der Starspieler halt. Den habe ich noch nicht. Sehr Thomas gut. Müller, voll geil. Aber wir haben wenigstens einen Deutschen. Ich dachte schon, da kommt nichts mehr. Ja. Santi Gazzola, den hatte ich auch, habe ich als Figur irgendwie für Superstar Football letztens ausgegraben. Und noch Bremer. Unser, ja, gerade der Relegation entgangener Sladi Junuzovic. Der extra geblieben ist, aber eine Ausstiegsklausel hatte, falls wir abgestiegen wären. Da war schon fast bei Köln. Aber, gut, aber jetzt haha, Sladi, du musst bei uns bleiben. Ha, wie schmeckt dir das, Sladi? Ich glaube, der ist ja gar nicht so unfroh drüber. Meinst du, der bleibt gerne bei uns? Ja, doch. Sonst wäre er auch schon, ja sonst vorher schon gegangen. Ja, also das ist nicht so ein Typ. So, jetzt nochmal, jetzt bitte hätte ich Toni Kroos gerne. Ich calle jetzt Toni Kroos, liebe Community. Also erstmal haben wir hier einen Ungarn, der in Polen spielt. Ja, machen die Ungarn gerne mal. Kuzmix. Ja. Dann habe ich dir nochmal die Iren besorgt. Ja. Ne? Ja. Und hier im Logo habe ich dir noch einen Walisen besorgt. Er sieht auch so, er hat auch wieder so ein wahnsinniges Gesicht. Und vom Pokal, welche Seite hattest du? Nee, von diesem Friends-Ding. Ich weiß einfach nicht. Weißt du gerade nicht. Es windet wieder sehr, liebe Leute. Es ist windig. Ein Rumänen habe ich noch für dich. Ja, ich muss hier alles festhalten, sonst fliegt's. Und ich habe leider nicht den Ball, sondern. Aber das hier. Ich weiß nicht, eins von beiden habe ich nicht. Vielleicht haben wir Glück oder ich habe Glück und ja. Tja, müssen wir in die Verlängerung gehen. Das hilft ja nichts, ne, Marco? Schauen wir mal. Nee, wir müssen in die Verlängerung gehen. Müssen wir. Jeder noch zwei Packs, oder? Ja, wir brauchen mehr Deutsche. Also, auch wenn sich das blöd anhört, wir brauchen aber mehr Deutsche. Ja, jeder zwei Packs. Zack. Verlängerung, liebe Community, was los? So, wer ist dran? Ich, ne? Ich hab fast wieder zerrissen, ey. Ja, du machst das aber auch echt. Ich bin gierig. Ich bin ja jetzt so ein, nicht Pro-Gamer, aber Pro-Unboxer. Pro-Unboxer? Ja. Und ich hab's immer noch nicht richtig drauf. Ja. Den Vornamen kann ich nicht aussprechen. Ela Cream. Ja, wusste ich. Mangala. Easy. Ja. Dann einen Isländer, Sölvi Otesen. Der Waliser fliegt weg. Ich weiß nicht, ob ihr ihn noch in der Luft gesehen habt. Er hat keinen Bock auf uns. Dann haben wir Maciej Ribus. Ribus. Und das ist Duda. Alter, wie die Karten hier wegfliegen. Alter Schwede. Soll ich nochmal retten? Nee, du musst auspacken. Ich rette. Gut, du rettest. Alter, es ist so windig. Ich glaube, wir müssen gleich mal reingehen, ihr Lieben. Ja. So. Ich bin on the road. So, und jetzt habe ich mal... So, hier haben wir den Koscielny, der sollte vielleicht sogar in der polnischen Nationalmannschaft spielen, aber dann hat das doch noch irgendwie gepasst. Ja, hat er gesagt, komm, ich will lieber ein Tier gewinnen. Ja, wobei das bei den Franzosen auch nicht so sicher ist, Freunde der Sonne, ne? Ja, wobei zu Hause können die stark sein. Ja, ich glaube, dass das Frank Europameister wird, liebe Community, ich glaube das. So.
So, ich halte ihn fest, den Kruschelny. Ich habe jetzt Hannes Hallardrosson. Ja, den habe ich schon. Aus Island. Dieses Gesicht kann man einfach nicht vergessen. Ja. Aber die hast du auch so voll, also da geht ja fast nichts mehr. Ja. Dann hast du Vulkan Babacan. Ja, Torwart. Sein Vater ist Dönerverkäufer und hat den Laden, der Babacan heißt. Du darfst das immer sagen, als hier Migrationslogo. Wenn ich sowas sage, heißt es gleich, oh, der Krömer, der Alte, der ist aber so rechts. Das heißt, ich mache keine Witze auf Kosten von unseren Migrantenfreunden. Das mache ich aber nicht. Das ist nämlich fies. So, weil wir sind so, ich komme aus Bremen-Gröpeling, was du's? Ja? Ja. Krass. Ja, ich bin Badass. Ich habe viele türkische Freunde, ganz viele. Kannst du das Messer wieder weg? Merhaba, was ist das los? Messer wieder weg. Ja, okay. Ist doch gut. Brauchst du jetzt nicht hier extra reden? Ja, jetzt, ne? Lass das jetzt. Gut. So, was haben wir hier? Cerovic und Mehmedi. Haris. Haris. Ja, siehst du, er ist Haris, ich bin Halos. Was ist los? Und ich bin Admin und du bist. Du bist Admir, er. Admir, was haben die für Namen, Mann? Und dann der Schweizer. Haben die nicht gerade irgendwie so ein Gesetz vor Dings? Na, lassen wir es. Na, jetzt kommen keine Politiker. Nee, das können wir über Österreich auch noch sprechen, ja? Das ist jetzt eigentlich Okay, wenn ich mein Getränk zu mir. Nein, nein, Alter, was ist denn los? Leute, das ist ja echt hier so eine Flugshow. Die Flugshow hier im Just Network, ihr Lieben. Krass, hier fliegt alles weg. Nur eine weggeflogen? Nee, zwei. Irgendwo. Da, hier. Ah, ja. Absteigenden Ast da. Ja, auf den abfliegenden Ast hier heute. Ja, und dann nimmt er erstmal hier, damit wir nicht wieder. Produktplatzierung. Hat der Marco gerade mal einen Schluck genommen von einem Getränk, das wir hier nicht näher betiteln wollen. Rasenballsport. Ja. Das, nee, keine Produktplatzierung hier. Sowas haben wir nicht nötig, liebe Community, ja? Ist so. Deswegen haben wir auch nur Panini-Bilder. Oh, guck mal, es ist bling-bling. Hast du nicht, ne? Nee. So, ihr Lieben, nochmal die Windstille kurz ausnutzen. Shaqiri für die Eidgenossen. Das englische Wappen. Es fliegt schon wieder halb. Dann haben wir hier Semi Kaya. Das ist der große Bruder von Kai Hanna. Mario Götze immerhin. Der soll selten sein. Für 40 Euro habe ich gehört. Ja, genau. Für 40 Euro auf eBay. Den haben nicht viele. Ich weiß noch, irgendjemand hat gesagt, ich habe alle Deutsche, mir fehlt nur noch Götze, irgendwie, wenn du den mal hast. Willst du mir was Gutes tun? Ihr Lieben, wenn ihr Götze haben wollt, ich habe ihn doppelt. Ihr könnt jetzt zu mir schreiben und schicken und sagen, ich brauche Götze. Ich zum tausche. Absoluten Toppreis von 35 Euro. Für ein paar, die ich noch nicht habe. Schickt mir einfach eure Doppelten, die ihr habt. Ihr kriegt von mir Mario Götze. Ja. Wenn ihr wollt, kann ich gar nichts. So. So, letztes Pack. Wir sind wenigstens nicht ganz deutschlos heute hier. Also ich spüre die Macht. Toni Kroos. Ich brauche Toni Kroos, Marco. Hol die Magie wieder hervor. Toni Kroos. Weiß ich nicht, ich glaube, den habe ich noch nicht. Also den Belgier. So. Ein Belgier, der natürlich. Marco ist heute ein bisschen Belgier-lastig. Ja, und ich mag die so wenig. Irgendwie. Echt? Bist du so ein Belgier-Hasser? Ja. Oh, weiß ich nicht. Kann man nicht machen. Leg ihn hin, komm. Leg ihn hin, pack ihn rein. Ja. Ja? Leonardo Bonucci, den kennt wirklich jeder. Ja. Also da kann man, muss man nicht viel zu sagen. Nein! Hör auf! Ding, 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 ding! Den heben wir uns für den letzten. Ja, die letzten. Da kommt nochmal Jubel. Ja. Hammer, haben wir doch noch ein Torjubel, liebe Community. Die letzten, da kommt was. Den hab ich noch nicht. Die Magie ist nicht verflogen. Ja, endlich. Wir haben es geschafft, die letzten drei. Jetzt dann haben wir aber jetzt nochmal ein paar Ihre. Ja. Und jetzt? Ja. Ich hab gesagt. Komm, wir räumen dafür ab. Dann fliegen die auch nicht. Ich habe gesagt, vor einer Woche, dass er gut spielt in Wolfsburg, immer mehr, finde ich ja persönlich, mit Draxler. Ja, jetzt weiß schon jeder. Und jetzt ist es Schürrle, du Zigeuner, Schalalalalala. André Schürrle. Geile Sau. Ja, damit fehlen mir jetzt nur noch zwei. Geil. Ja. Damit fehlen mir nur noch jetzt, wer fehlt mir jetzt noch? Kroos und Ginter. Ginter, ja. Alle anderen habe ich, liebe Community. Oh, ich habe Angst, dass der Vogel gerade irgendwas fallet. Das wäre es noch, so live irgendwie so ein Vogelschiss auf den Kopf kriegen. Oder der die Karte klaut. Freust dich, unser Vogel und klaut dir die Karte, fliegt damit weg. Das ist meiner, ich sammle auch. Ratten der Lüfte. Ja, voll geil. Ihr Lieben, also, ich habe ihn, ihr habt gerade einen Torjubel gesehen, von daher war das nicht komplett. Torjubel ist ganz gut, weil die Deutsche hier, Thomas Müller als für die Aufstellung hatte ich auch noch nicht. Ja. Und da bin ich meine Auflage, ich weiß gar nicht, meine Ausbeute sehr zufrieden, weil wenn einem nur noch drei fehlen, kann man natürlich keine 6-9 kriegen, ist halt einfach so. Also Marco hat wieder geliefert. Ihr Lieben, ihr habt gesehen, mir fehlt noch relativ viel, von daher wird es noch viele weitere Unpackings geben. Wir machen gleich ein kleines Experiment, das seht ihr aber erst dann in ein paar Tagen. Und ich glaube, wir gehen dazu rein, Marco. Es ist einfach, es ist nicht kalt, aber es ist windig und es nervt, weil wir immer in den Karten hinterherlaufen müssen. Da habe ich keinen Bock mehr drauf. Hol die Scheinwerfer, machen wir drin. Was und Freunde, wir haben jede zwei Wochen ein richtig geiles Programm. Zwei? Achso, du meinst live, ja. Ja, live. Auf Twitch. Auf Twitch. Ist noch nicht so bekannt, weiß ich. Ist voll aber bekannt. Schaltet gerne mal ein und guckt gerne mal zu. Wir würden uns über jeden neuen Zuschauer freuen auch. Über jeden? Also nicht über neue, sondern auch über alte. Wir packen da nämlich nicht Panini-Bilder aus, sondern Steve. Ja. Also wer darauf Bock hat.
Sollte einfach mal einschalten. Ne? Nein, nein. Jede zwei Wochen. Nee, jetzt mal ernsthaft, wir haben eine schöne Gaming-Sendung da. Irgendwie, das, ihr wisst ja, irgendwie, wenn ihr Panini auspackt, habt ihr bestimmt auch Bock auf Computerspiele, auf FIFA oder so. Schaut mal bei uns rein. Der Twitch-Kanal heißt genauso wie der YouTube-Kanal Civiculus. Und der Markus auch dabei und noch ein paar andere coole Jungs. Und wir zocken einfach coole Spiele und ihr könnt live dabei sein. Ich schreibe es einfach mal in die YouTube-Beschreibung, dann könnt ihr einfach mal auf unseren Twitch-Kanal gucken. Okay. Ansonsten, ihr Lieben, ich habe, und das verstehe ich sowieso überhaupt nicht, das Ding geht von alleine aus gleich, ja, können wir einfach laufen lassen. Ja. Ihr Lieben, was ich erzählen wollte, ich habe letzte Woche Lego ausgepackt, weil es gibt zur EM auch eine Lego-Reihe. Ja. Mini-Figures heißt das Ganze. Und da gibt es quasi so eine Limited Edition, wo quasi die ganzen Nationalspieler als Lego-Figuren umgesetzt worden sind. Die sehen den überhaupt nicht ähnlich, eigentlich nur spektakulär, aber ich habe mir sagen lassen von Experten in dem Bereich, dass diese Figuren eine Limited Edition sind, die nur in Deutschland rauskommen und auch Sammlerwert haben. Von daher, guckt da mal rein, weil das ist spannend, ne? Die Panini-Bilder gehen alle viewertechnisch durch die Decke, aber auch wenn das auch Fußball ist, sind die auch interessant. Ich habe gesagt, Lego und Fußball funktioniert. Deshalb haben bisher noch nicht viele Leute geguckt. Vielleicht guckt ihr da auch mal rein, da packe ich auch aus. Zwar allein ist der Marco nicht dabei, aber der Marco kann ja auch nicht immer hier, sondern der kommt immer den langen Weg aus Sieke. Aus Sieke, ja, extra nur für euch. Also, aber guckt da auch mal rein. Ich habe es hier irgendwie gerade jetzt hier so eingeblendet, nee, hier so. Und da klickt ihr einfach jetzt drauf und schaut euch das an. Cool, Lieben, das war's für diese Woche. Nächste Woche gibt's was Neues. Wie gesagt, Marco und ich werden gleich was ganz Neues ausprobieren. Also, auspacken. Ne? Sonst nichts Neues. Ihr Lieben, danke, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Grüße aus dem windigen Schäsel und bis zum nächsten Unboxing. Ich bin euer Stevenio und Marco ist auch am Start. Tschüss aus dem super tollen Garten hier. Mach's gut. Ciao.